Willkommen zurück zu The Witcher 3. Zurück. Und wir haben gerade das Nest. Ist noch hinter mir da oben. Von den Greif gefunden. Ist ein Königsgreif gewesen. Und jetzt wollen wir zur Kräuterhexe. Kräuterfrau wird sie hier genannt. Nicht Hexe. Na gut. Gehen wir da zur Kräuterfrau. So. Suchen wir erstmal unsere Plätze. Plätze hier. Pfeifen. Gehen wir nochmal Plätzen ranpfeifen. Hexensinne. Pferd rufen. So. Ah, okay. Oh, da bist du. Verfluchtes Wild. Mir schon wieder die Rinde in den Bäumen gefressen. Aha. Weiter so, Plätze. Weiter so. Ich weiß, was ich weiß. Elsa zieht sich für die Schwarzen aus. Kleine Hure. Ja, sowas sagt man doch nicht, junge Frau. Möge die Sonne auf dich scheinen. Ja, auf dich auch, du. Die Könige mögen zwar kämpfen, aber die Bauern sterben. So, jetzt müssen wir hier den Weg lang reiten. So ist's gut. Absteigen, sind da. Störe ich? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Ich brauche Kreuzdorn. War es der Greif? Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich töte den Greif. Es wird kein Opfer mehr geben. Ich könnte versuchen, ihr zu helfen. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, meinen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Ich brauche Kreuzdorn. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Saar und so und so. Hauptmann Peter liegt wirklich etwas daran. Nefgarda mag ordentlich. Ordnung. Oh. Kaiser M. hier dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor.
Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Genau, ich habe keine Zeit. So, jetzt sollte ich irgendwie so ein... Sammeln. Was kann man hier noch machen? Wir müssen aber aufpassen, nicht, dass wir beim Clown erwischt werden. Oh, da gibt's noch mehr. Verfluchtes Wild. Mir schon wieder die Rinde von den Bäumen gefressen. So, ich wollte gerade moin. Komm ich da nicht rüber? So. Wo ist denn der Fluss? Kuri? Diese Pflaumen lassen meinen Magen verrutscht. Wildkuri. Ach da. So, Pferdchen. Auf geht's, auf hier auf. Los, los. Los, 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 los. Ja, kann ich einfach darüber reiten, ne? Beweg dich! Beweg dich! Achso, hier waren wir ja gerade rübergekommen, ne? Komm jetzt! Schneller! Komme ich jetzt hier nachher gleich wieder raus? Der kann ja nicht springen, irgendwie. Hey, jemand zu Hause? Komm schon! Nicht so schnell, Plätze! Irgendwas Rotes. Heil, Herr Seer! Ja, du mir auch, du! Letzte Mal, dass ich was verliehen habe, ich. So, drücke. Tauchen. Aufzutauchen. Thank you.
auftauchen? Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. So, aber ich will noch mal tauchen. Schon. Okay, das rein. So, jetzt haben wir auch das Kraut. Können wir mal die Frau anschauen. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich: Meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen, ich geb sie dir morgen wieder. Da habe ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich habe ein gutes Herz. Da habe ich sie ihm gegeben. Tja, Pech, wa? Was in ihrer Geschichte? In der Tat. Interessant. Was geschah danach? Was geschah dann? Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf. Verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Gut. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. So. Jetzt machen wir magische Welle. Hatte ich doch. Ach so. Ach so, nee. Truppfälle. So geht's, Kinders. So geht's. Schutzschild.
anzünden. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Wo ist denn eine Leiche? Da. Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Boah, richtig was drinne. Unbezahlbare Bratpfanne. Hm, sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ja, hab ich, du. Und das, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von The Witcher 3. Tschüss.